Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Freitag wieder dabei seid. Tanaka im Anflug, Butelli bleibt und Testspiel gegen die Go Ahead Eagles. Das erste Spiel für dieses Jahr. Und nächste Woche geht's dann auch schon wieder mit der Bundesliga los. Die Gerüchteküche brodelt. Und wenn ihr wollt, dass der Kanal auch vorm Wochenende brodelt, lasst gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen für Buschis Borussia da. Und dann gehen wir gemeinsam ins Wochenende. Und jetzt gibt's nochmal alles Wissenswertes rund um Borussia. Und wir starten rein. Und gestern hat Fußball.News noch berichtet, dass Tanaka nicht am Asia Cup teilnehmen wird, weil er einen Wechsel forciert, jetzt schon im Winter. Er darf für 2,5 bis 3 Millionen gehen. Wir waren auch schon im Sommer daran interessiert, da hat es nicht geklappt. Jetzt soll das Interesse wieder aufgeflammt sein an Tanaka. Hat auch gegen die deutsche Nationalmannschaft, ich glaube, das war das 4-1-Testspiel, getroffen. Bei Düsseldorf Stammspieler nicht immer von Anfang an, aber hat 16 Spiele gemacht in der zweiten Liga, 4 Tore, 1 Assist, dazu kommen wir jetzt gleich auch noch, oder besser gesagt, dazu kommen wir jetzt, ist ein spannender Mann und könnte natürlich auch ein Vorgriff auf den Sommer sein, ne? Kone, man weiß nicht, geht er jetzt schon im Winter, halten wir ihn noch für ein halbes Jahr, dann geht er wahrscheinlich, also dann wird er wahrscheinlich im Sommer gehen, wenn er nicht verletzt ist. Das ist noch so ein bisschen Glaskugel, aber so kleine Vorgriffe auf den Sommer sind wahrscheinlich gar nicht schlecht. Da würde ich mir vielleicht auch noch jemanden in der Innenverteidigung wünschen. Wir wissen alle, Wöber zu halten wird sehr, sehr schwer sein. Elvedi zu halten mit seinem neuen Berater wird eventuell eine Herausforderung. Itakura womöglich mit einer Ausstiegsklausel. Friedrich unzufrieden, Jansch gehört auf. Rambazamba in der Innenverteidigung, wie man so schön sagt. Und ja, Tanaka wäre jemand fürs defensive Mittelfeld beziehungsweise fürs zentrale Mittelfeld. Kann da viele, viele Positionen spielen, ist ein absoluter Arbeiter. Technisch sehr, sehr gut. Hat die Qualitäten, sich auch aus gewissen Situationen rauszuarbeiten. Und dazu noch torgefährlich. 4 Tore, 1 Vorlage in 16 Spielen als zentraler Mittelfeldspieler. Ist jetzt nicht komplett ein defensiver Mittelfeldspieler, aber hat eine gute Physis auf dem Platz. Erobert gut die Bälle, wäre aus meiner Sicht ein guter Transfer und wenn man ihn für 2,5 bis 3 Millionen Euro haben kann, sollte man aus meiner Sicht den japanischen Nationalspieler dann schon versuchen zu verpflichten, weil es einfach ein sehr, sehr guter Spieler ist und die 2,5 bis 3 Millionen, die spielen wir easy im Pokal ein, also kann man auf jeden Fall machen, Rechtsfuß noch bis 2025 bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Ich finde es einen soliden Transfer. Sagen wir mal so, wenn es so zustande kommt, aktuelle Wahrscheinlichkeit laut Transfermarkt.de sind 56%. Da sind wir in der Pole Position. Und wo wir auch in der Pole Position sind und Roland Wirkus klare Kante fährt, ist bei Winsley Boutelli. Da halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass er zu Juve gehen soll. Hat er wohl auch einen Vertrag, einen 3-Jahres-Vertrag, Profivertrag vorgelegt bekommen. Gladbach sagt aber, du steigst erstmal bei uns in der zweiten Mannschaft ein, trainierst da mit und wenn du dann gut genug bist, dann kommst du auch in die erste Mannschaft. Ist ja absolut nicht ausgeschlossen, dass er diese Saison schon ein Spiel für unsere erste Mannschaft macht. Grundsätzlich vertraue ich der Roland Wirkus. Wirkus hat gezeigt, dass er ein harter Hund sein kann. Das hat er bei Nico Elvedi gezeigt, den er dann zur Not auf die Tribüne gesetzt hätte. Das hat er bei Florian Neuhaus gezeigt. Und das zeigt er jetzt auch bei Winsley Boutelli. Und ich glaube, wie gesagt, er hat Vertrag bis 2025. Ich glaube, wenn wir nicht wollen, dann wird er auch nicht gehen. Klar, gibt es dann auch wieder Ablösemodalitäten, wo du dann sagen musst, okay, dann musst du ihn vielleicht gehen lassen. Und zu dem Thema wollte ich gerne noch was sagen, weil ich immer viele Kommentare lese. Ich lese mir sehr, sehr gerne die Kommentare durch, beantworte auch viele oder fast alle sogar. Und da kommt immer wieder das Thema auf, warum halten wir denn nicht unsere Spieler? Wie können wir einen Kone verkaufen? Wie können wir dies verkaufen? Aber das hat doch in den letzten Jahren nicht geklappt. Also uns hat immer stark gemacht, Spieler teuer zu verkaufen und die Mannschaft besser zu machen. Das war unter Westergaard so, das war mit Hazard so, das war mit Granit Xhaka so, das war noch, wenn wir noch länger zurückgreifen, das war mit Reus so, das war mit Ter Stegen so, das war mit Max Kruse so, das war mit Dahoud so. Da haben wir immer die Spieler, die aktuell ja, im Rampenlicht standen, für gut Geld verkauft und haben die Mannschaft danach in der Breite noch stärker gemacht, noch besser gemacht und genau das hat doch die letzten Jahre nicht mehr funktioniert. Thuram ablösefrei gegangen, Benzebaini ablösefrei gegangen, einen Stindl will ich jetzt nicht dazu zählen, aber wen habe ich mir aufgeschrieben? Matthias Ginter ablösefrei gegangen, einen Zakaria für ein Appel und ein Ei verschenkt ist jetzt ein bisschen viel, 7,5 Millionen, aber hättest du den zum richtigen Zeitpunkt verkauft, wären da bestimmt auch 30 bis 35
Millionen Euro drin gewesen, in einem Bolo eigentlich auch unter Wert verkauft. Und da müssen wir einfach wieder hinkommen. Und wenn du 35 bis 40 Millionen für einen Kone bekommst, musst du den einfach verkaufen. Und dann, ich bin der festen Überzeugung, mit 40, 45 Millionen in der Hand von Roland Wirkus und seinem Team kannst du die Mannschaft in der Breite auf ein anderes Level heben. Bin ich fest von überzeugt. Meine Meinung dazu, aber ich gönne euch auch, also ich gönne jedem seine Meinung. Und wenn man es anders sieht als ich, ist es vollkommen okay. Absolut. Und jetzt, Botelli bleibt, Thema ist abgehakt. Omlin Comeback verschiebt sich leider wieder, beziehungsweise zum ersten Mal. Man hat gedacht, er kann Mitte Januar schon vielleicht sogar gegen Stuttgart im Tor stehen. Der Plan hat sich jetzt verschoben, trainiert immer noch individuell, wird wahrscheinlich erst Anfang Februar wirklich zu 100% dann einsteigen können ins Mannschaftstraining und dann ist er immer noch nicht bei 100%. Also ich glaube, dass Nikolas Minimum bis März im Tor stehen wird. Ja, und dann ist halt die Frage, nimmst du da Nikolas noch raus für den Rest der Saison? Kommt natürlich auch darauf an, in welcher Phase wir uns befinden. Sind wir sehr sicher in der Bundesliga? Gucken wir gerade noch nach oben? Sind wir noch im Pokal? Ne? Das fließt dann alles mit ein. Ist natürlich unheimlich bitter für Omlin. Ich glaube, seit August verletzt. Riesenleidenszeit jetzt auch. Ja, wir würden uns alle wünschen, dass er wieder zurückkommt. Aber es wird sich definitiv noch verschieben. Und was sich nicht mehr verschieben wird, ist hoffentlich das Comeback von Stevie Liner. Morgen gegen die Go-Ahead Eagles. Ich habe erst gedacht, wir spielen gegen eine College-Truppe. Aber ist niederländischer Club, der aktuell Sechster ist, also gar kein Kirmesverein, sondern da geht richtig was ab. Und Stevie Liner könnte morgen sein Comeback geben. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Gibt viele spannende Personalien. Koi Takura, der womöglich spielen wird und dann eventuell zum Asia Cup gehen wird. Jordan ist wieder zurück. Viele erfreuliche Nachrichten. Mal gucken, wer spielt. Und ja, dann kommen wir noch kurz zum Spiel gegen die Go-Ahead Eagles. Wenn Borussia auf YouTube einen Livestream macht, werde ich natürlich keine Gegenveranstaltung machen. Sollte das auf Fohlen TV nur laufen, machen wir einen kleinen YouTube-Livestream, kleinen Fan-Talk, quatschen ein bisschen hier, quatschen ein bisschen da. Wunderbar. Gucken wir mal, ob Gladbach einen YouTube-Livestream macht. Wenn nicht, dann machen wir einen kleinen Fan-Talk. Ansonsten, ich glaube, es läuft auf jeden Fall auf Fohlen TV. Ich glaube auch kostenlos. Warten wir mal ab, ob es dann wirklich dazu kommt. Ich habe da immer noch keine Informationen. Und wo ich aber Informationen habe, ist, dass Rocco Reitz mal wieder Spieler des Monats geworden ist. Ich glaube, er wird auch Spieler der Saison. Würde mich arg wundern, wenn nicht. Und wenn ihr alle Informationen haben wollt, gibt es den Discord. Da wird immer wild diskutiert, auch manchmal hitzig, gehört auch dazu. Link ist unten drin, 2500 Leute, Bilder aus dem Stadion, Fahrgemeinschaften, Transfer-News, alles rund um Borussia läuft da ab. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Und macht was Schönes. Ciao.